Meine Lieben, heute geht es um die ganzheitliche Schmerzbehandlung und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, die Mirjam Flühmann. Sie ist ganzheitliche Schmerztherapeutin und in diesem etwas längeren Video geht es um ganzheitliche Methoden, wie wir gerade chronische Schmerzen oder Schmerzen, die einen immer wieder begleiten, ohne Medikamente in den Griff kriegen kann. Diese Methoden kann man auch weiterspinnen auf allgemein Entzündungsbehandlung und ich finde ihre Tipps so wertvoll und freue mich riesig, diese hier mit dir teilen zu können. Bevor wir ins Interview starten, möchte ich noch auf mein aktuelles Projekt Chronisch Gesund der Kurs hinweisen. Da geht es darum, wie du Entzündungen ganzheitlich in den Griff bekommen kannst. Und nächste Woche wird es Webinare zu dem Thema geben. Und ich lade dich herzlich dazu ein. Wenn du nichts verpassen willst, dann abonniere den Newsletter. Oder wenn du Multiple Sklerose hast, kannst du dir auch gleichzeitig den Schub-Notfallplan von mir runterladen. Aber jetzt geht's erstmal ab ins Interview und ich hoffe, dass du ganz viel daraus mitnehmen kannst. Meine Lieben, ich freue mich so sehr. Ich habe heute Mirjam Flühmann bei mir und sie ist ganzheitliche Schmerztherapeutin und Coach für natürliche und vor allem nachhaltige Gesundheit. Und schon allein diese Bezeichnung lässt mein Herz höher hüpfen, einfach weil wir ja so viel selbst machen können und Miriam von diesen Tools, die wir nutzen können, für uns einen ganz großen Werkzeugkoffer im Petto hat, den sie heute mit uns ein wenig aufmacht. Und das zentrale Thema wird der Schmerz sein. Das ist ein Thema, mit dem ich nicht so viel Erfahrung habe, aber weiß, dass es viele meiner Zuschauer quält. Und da hoffe ich einfach, Miriam, dass wir heute einfach mal deine Schatzkiste, nicht Werkzeugkoffer, aufmachen können und einfach ein paar ganz tolle Impulse in die Welt senden können, die jeder für sich umsetzen kann. Aber bevor wir einsteigen, magst du dich noch mal ganz kurz selbst vorstellen? Vielleicht habe ich ich habe nicht viel zu dir gesagt, deswegen die wichtigsten Punkte, magst du sie zu dir noch verraten? Ja, hallo zusammen. Ich freue mich sehr. Vielen Dank, liebe Ilke, für die Einladung und schon mal für die Vorstellung. Du hast sicher schon mal die wichtigen Punkte erwähnt. Ich habe eine Praxis hier in Luzern in der Schweiz, wo ich Menschen offline begleite und seit kurzem auch online kann man bei mir Beratungen buchen und auf den sozialen Medien, vor allem auf Instagram, bin ich auch immer mehr aktiv und teile da gerne mein Wissen kostenfrei, das ja einfach, weil ich die große Mission habe, aufzuzeigen, dass es natürlich geht, eben ohne Medikamente und auch sonst wirklich, dass einfach der Weg ist, dass wir mit der Natur gehen. Und ja, da bin ich mit vollem Herzen dabei und teile gerne mein Wissen. Ja, vielen Dank, weil das ist ja auch letztendlich, die Medikamente sind ja diese Notfallhilfe. Und gerade wenn wir Schmerz erleben, dann ist das ja so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, so einnehmen, ne? Also man kann gar nicht mehr klar denken, weil man nur noch diesen Schmerz fühlt. Und in dem Moment ist man ja, ja gut, eine Pille einschmeißen geht. Ne? Aber das halt auch, wie soll ich sagen, ganzheitlich in Kontrolle bekommen, ohne jetzt abhängig von Medikamenten zu sein. Das heißt ja nicht, dass man die Schmerzen immer komplett ohne bekämpfen muss, aber wir haben ja selbst alle auch so ein
so ein Potenzial, da positiv Einfluss zu nehmen, um vielleicht auch die Medikamentendosis zu reduzieren oder auch viel, viel später Medikamente notwendig zu haben. Das ist falsches Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. deswegen finde ich das, was du heute mit uns teilst, so wertvoll. Und wollen wir direkt starten? Gerne, ja. Was würdest du denn sagen, sind so die wichtigsten Punkte, die jeder Einzelne, wenn er unter Schmerzen leidet, ja, einmal vorbeugend oder auch akut anwenden kann? Was siehst du da als zentrale Punkte? Ja, also beim Schmerz, bei Schmerzen ist ja eigentlich immer das Thema von der Spannung. Ich tue das gerne immer so, also verdeutlichen. Und die entsteht natürlich durch verschiedenste Faktoren. Und da ist wirklich das Ziel, eben die Spannung zu reduzieren, indem wir gesunde Routinen in unseren Alltag integrieren. Es ist ja immer die Summe macht das Gift. Und wenn wir da mal ein bisschen, was auch immer, mal ein bisschen Schokolade oder dieses oder jenes essen, das ist alles nicht der Punkt. Es geht darum, die Menge und was wir jeden Tag in der Summe tun. Und da ist sicher mal übergeordnet dieses Wasserthema ganz ein wichtiger Punkt. Geht häufig ein bisschen vergessen und da beginne ich gerne immer mit diesem Wasserthema. Wir bestehen größtenteils unser Körper aus Wasser und wir brauchen wirklich stilles Wasser. Pi mal Daumen 2 Liter, da gibt es auch ja, verschiedene, natürlich je nachdem, ob noch Herzprobleme da sind und so weiter. Pi mal Daumen sagst du mindestens oder es sollten dann auch nicht viel mehr sein? Doch, je nachdem schon mehr, vor allem dann auch bei körperlicher Betätigung oder wenn dann eben zum Beispiel bei Fieber, wenn dann solche gesundheitlichen Themen gerade aktuell sind. Oder natürlich im Sommer, also da gibt's, da darf man wirklich, wirklich schauen, das an den aktuellen Situationen anzupassen, oder? Und was ich erzähl erstmal, Entschuldigung. Was ich sehr wichtig finde, das möchte ich wirklich betonen, eben es muss stilles Wasser sein. Ich habe immer mal wieder Klienten, die kommen und dann eben ist auch von den ersten Fragen natürlich, wie viel stilles Wasser trinken sie? Und dann kommt irgendwie eben was auch immer, ich habe schon alles erlebt von 3 Dezi am Tag oder so. Und dann einfach auch irgendwie viel Kräutertee. Also ganz abgesehen von irgendwelchen Süßgetränken und Kaffee und so weiter, das ist sowieso nicht zu zählen. Aber eben auch der Tee, der ist schon gesättigt mit den Kräutern und hat nicht mehr diese Leitungsfähigkeit, die wir so dringend benötigen, wie einfach stilles Wasser. Das ist so wichtig. Was ist das der Unterschied jetzt zu kohlensäurehaltigem Wasser? Ja, das ist natürlich auch ein genau kohlensäurehaltig, wie auch eben mit Süßgetränken ist sowieso nicht gesund. Und die Kohlensäure, das ist auch vielleicht nochmal gut zu erwähnen, wie es eigentlich schon im Namen ist, oder? Kohlensäure, ist es. Wirkt es sauer in unserem Körper und alle säurebildende Stoffe, wie eben andere Dinge, auch Zucker und so weiter, sie sind säurebildend und in einem Säuremilieu, in einem Körper, der mehr Säure hat, ist einfach der optimale Nährboden für Schmerzen, für alle möglichen Krankheiten. Und deswegen bitte eben stilles Wasser und nicht Kohlensäure. Eben mal irgendwie so ein Dezi, wenn man es einfach gerne mag. Das ist nicht das Thema, aber der große Teil wirklich stilles Wasser. Ja, da sind wir bei dem Thema, das Milieu ist entscheidend. Und wenn wir quasi unser Schmerzpotenzial, unsere Schmerzen senken wollen, dann dürfen wir darauf achten, ja, dass unser Körper nicht übersäuert ist. Aber ich glaube, da
Über die Übersäuerung sprechen wir noch in den folgenden Punkten. Danke erstmal dafür und jetzt nochmal zum Wasser. Das heißt, wenn ich so ein chronischer Wenigtrinker bin, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass ich mehr Schmerzen habe als jemand, der viel trinkt, oder? Absolut. Also eben, wenn Schmerzen schon da sind, unbedingt mehr trinken und am besten natürlich, bevor Schmerzen da sind, wirklich das als Gesundheitsroutine in den Alltag zu integrieren. Und was ich so ein toller Satz finde, den man sich vielleicht auch mal aufschreiben kann, wenn es nötig ist, finde ich, trinke, bevor du Durst hast. Oder dann am besten in der Ich-Form wirklich bei sich zu Hause, ich trinke, bevor ich Durst habe. Das ist so, ja, und wirklich eine schöne Wasserflasche vielleicht auch hinstellen und dann wie sich ein bisschen Selbstdisziplin und sagen, bevor ich die nicht fertig getrunken habe, gibt es kein Mittagessen zum Beispiel. Das ist aber streng. Ja, da sind wir, du hast ja auch schon einleitend gesagt und ich mag das auch nicht oft genug sagen, die Routinen sind es ja. Ne? Also das, am Anfang ist es halt wirklich immer schwer, diese Aktivierungsenergie zu haben oder aufzuwenden. Aber wenn man erstmal gewohnt ist, viel zu trinken, dann denkt man da auch gar nicht mehr drüber nach. Und ja, da ist dann wirklich der Fokus auf es zu wissen, es ist am Anfang anstrengend, aber es wird Routine. Meistens, man sagt ja immer so die magischen 3 Wochen und da wirklich nicht verzagen. Das ist dann auch bei, ja, wahrscheinlich beim Wassertrinken, beim Sport, beim Ernährung überall der Fall. Deswegen Routine, hast du am Anfang schon gesagt, ist auch, das schwingt voll und ganz mit. Das ist etwas, wenn wir Veränderungen haben wollen, egal was für welche, wollen wir weniger Schmerzen haben, dann dürfen wir unsere Routinen ändern. Danke, wir haben jetzt ewig über diesen Punkt geredet. Wie geht's weiter? Also ich habe mir gedacht, so auch für das Publikum, für die Zuschauerinnen und Zuschauer, ein bisschen vielleicht auch besser zu merken, gehe ich mal so ein bisschen wie den Tag durch. Mhm. Jetzt sind wir beim Wasser gestartet. Ich möchte noch einen Tick früher jetzt gerade noch zurückspringen. Also was ich ganz wirklich empfehlen kann, um auch eben die Giftstoffe aus dem Körper auszuscheiden, ist eine ganz tolle Möglichkeit, das Öl ziehen. Das kommt aus dem Ayurveda. Und also durch die Nacht bilden sich ja viele Giftstoffe in der Mundhöhle. Und da ist es sehr zu empfehlen, gerade bei Schmerzen, aber natürlich auch vorher, wirklich am Morgen entweder als erstes einen Schluck Wasser zu nehmen und dann aber wieder auszuspucken oder gleich das Öl wirklich ein paar Minuten im Mund, kann man auch so Öl ziehen. Also da gibt es auch Beschreibungen, das ist wirklich eine tolle Sache, um dann das auszuspucken in ein Tuch, in den Restmüll und da sammeln sich die ganzen Giftstoffe in der Mundhöhle. Und wenn wir einfach aufstellen und trinken und das runterschlucken, da haben wir das gleich wieder im Körper, oder? Und das muss einfach nicht sein, oder? Das ist wirklich eine tolle Empfehlung von mir für, ja, in deine Morgenroutine das zu integrieren. Da gibt es verschiedene, eben mit Kokosöl zum Beispiel oder Sesamöl oder es gibt auch verschiedene Produkte, die schon ätherische Öle auch drin haben, die einerseits vom Geschmack her das ein bisschen angenehmer ist und auch noch von den Ölen her, von der Wirkung das noch ein bisschen verstärken. Aber einfach mal mit Kokosöl, Sesamöl oder so zu starten, ist schon ganz vor der Nacht. Vor oder nach dem Zähneputzen? Oder, gut. Nein, wirklich vor dem Zähneputzen und dann das auszuspucken und mit dem Rest, der dann noch im Mund ist. Wenn es schon ein Zahnöl ist, es gibt Zahnöle mit schon Putzkörper, da kann man gleich die Zähne putzen und wenn man einfach leeres Öl nimmt, einfach vor dem Zähneputzen, dann ausspucken und dann wie auch immer mit einem extra Zahnöl zum Zähneputzen oder sonst einfach, wie man dann gerne die Zähne putzt. Aber wichtig ist es wirklich das Erste,
das wir machen und dann das auszuspucken und dann erst zu trinken, Zähne putzen und so weiter. Ölziehen gehört in das große Thema Entgiftung, ne? Genau, ja. Okay. Super. Das ist so vom Ablauf und nachher eben das Wasser trinken, oder? Mhm. Am besten auch, also ich mag sehr gerne auch lauwarm, kommt auch ein bisschen vom Ayurveda, wobei ich jetzt da nicht der Ayurveda-Profi bin, aber man kann sich ja von überall was einfach gut passt, so mitnehmen. Und genau, und dann kommt das Thema Frühstück sozusagen. Und dort ist, ja, finde ich einfach ganz ein toller Weg. Ich mache es selber seit langer Zeit jetzt, das Intervallfasten. Und da habe ich am Morgen meine grünen Pflanzen, die ich da zu mir nehme, in Pulverform. Und das kann ja dann jeder, wie er das gerne mag. Jedenfalls tue ich einfach bis zum Mittag viel trinken und mich dann mit Nährstoffen versorgen und einfach dann erst am Mittag wirklich essen. Und in dieser Zeit ist auch wieder das Thema Entgiftung, wenn der Magen leer ist. Das ist so auch gut zu wissen, nur wenn der Magen leer ist, können sich wirklich die Zellen, gibt diese Selbstreinigung, diese Selbstreinigung, die stattfindet und eben nur, wenn der Magen leer ist. Und da ist es eine schöne Möglichkeit, einfach ja, dem Körper auch die Zeit zu geben. Und da gibt es verschiedene Wege. Genau, die Dr. Petra Bracht, wo ich auch die Weiterbildung gemacht habe, hat da auch ein Buch geschrieben über Intervallfasten. Gewisse mögen es lieber, das Abendessen wegzulassen. Das kann jeder für sich entscheiden. Sicher diese Regel, 8 Stunden essen. Nur während 8 Stunden essen ist eine sehr effektive, oder? Aber ja, nur während 10 Stunden essen ist auch schon gut, aber so 8 Stunden ist sicher optimal. Ich verlinke, ich habe selbst mal ein Video zum Fasten und Intervallfasten gemacht, das verlinke ich hier. Und das ist wirklich auch dieses, die magische Autophagie, dieses Selbstaufräumen des Körpers. Gerade, ja, wenn man unter Entzündung oder auch Schmerzen, das hängt ja auch ganz, ganz eng zusammen, leidet, eine Möglichkeit, da ja durch eine gewisse Kontrolle zu erlangen, um da wirklich entzündungshemmend und schmerzlindernd einzugreifen. Das ist cool, dass du das auch bei dir im Repertoire hast. Und wenn man da noch tiefer sich befassen will, gibt es auch gewisse Lebensmittel, wie zum Beispiel Champignons, die diese Autophagie unterstützen sozusagen, und kann man die natürlich auch noch so in sein Leben integrieren, um das zu verstärken sozusagen. Genau. Ja, und dann wären wir jetzt beim Mittag, beim Essen. Und dieses große Thema Nahrung, da kommt auch wieder einfach so der Gedanke, den ich dir mitgeben möchte, ist, ich bin so unterwegs, zur Natur gibt es keine Alternative. Und einfach so dich einladen, immer zu schauen, wo könntest du noch natürlicher vielleicht dein Leben oder eben gerade dein Essen gestalten. Und da wirklich zu schauen, eben auf natürliche Produkte, saisonale Produkte und wirklich auch frische Produkte. Also ich habe den Luxus, da gleich einen Markt zu haben, wo ich wirklich zweimal die Woche gehe und mir da alles frisch hole. Also ganz klar unverarbeitet, ne? Also selbst hergestellt aus frischen, saisonalen, regionalen, frischen, also gemüsebasierend, würde ich jetzt auch sagen. Viele Ballaststoffe. Genau. Ich nehme an, wir werden noch wahrscheinlich den Darm noch anreißen. Da sind wir dann bei den Ballaststoffen. Und halt möglichst viel
Ja, so verpacktes Fertigprodukte, auch kleine Hilfsmittel, die wir ja dann auch immer haben, wahrscheinlich dann eher reduzieren, ne? Ja. Wirklich eigentlich so. Letztendlich habe ich so den guten Satz gelesen. Esse nur das, was deine Oma kennen würde oder eben die Vorfahren, weil die kennen das heute gar nicht. Verschweißt und mit tausend Farben und hier noch und das noch. Die würden das gar nicht als Nahrung, also die würden gar nicht denken, dass wir das essen können, oder? Also wirklich so diese Basics, frisches Gemüse, Getreide, Früchte, Nüsse, Beeren, so dieses einfach Naturbelassene. Genau. Getreide, wenn wir gleich beim Darm sind, da habe ich dann gleich noch eine Frage an dich, aber lass uns erstmal weitermachen. Was ich noch bei den eben beim Essen sagen möchte, ist, den Grünteil erhöhen ist sehr lohnenswert. Gerade zum Beispiel Petersilie, also wenn es Saison ist, da mache ich wirklich einen ganzen Bund pro Tag. Also ich schneide mir den klein, oder? Und tue den in den Salat, oder man kann auch, wenn man Smoothie, kann man dort gleich, aber ich mag den sehr gerne zu meinem Salat mit Karotten und Kernen und dann so ein Bund Petersilie. Also eben, wer sagt, dass die nur so zur Deko ist, immer oben drauf, oder? Warum nicht gleich einen ganzen Bund essen? Also, Und sie das schmeckt ist total so. gut. Oder auch mal, wenn es Saison ist, einfrieren, so schon klein schneiden und dann kann man sich das so holen. Ist nicht das gleiche natürlich wie frisch, aber ich würde sagen, besser als gar nichts. Definitiv. Genau. Ja. Ja, Essen ist natürlich eine riesen, ja, die Nahrung ist natürlich ein Riesenthema. Ich selber habe wirklich gute Erfahrungen von mir selber und von meinen Klienten und eben auch von Liebschebracht, wo ich die Ausbildung und Weiterbildung gemacht habe. Naja, Essen ist ja halt auch wieder Routine, ne? Also oft unbewusste Routine. Und deswegen fällt es uns ja auch so schwer, da einzulenken, weil wir halt so, es uns so viel Gedanken und Energie kostet, da halt wirklich was zu ändern. Aber da, meiner Meinung nach, liegt da das Potenzial. Also das, ja, ich glaube, das kann man aus unserem, aus Kevin und meinem Kochbuch noch rauslesen, weil letztendlich, wenn wir, es ist zwar am Anfang schwierig, was zu verändern, aber das, was dahinter, hinter diesem Aufwand steckt, das ist so mächtig. Und gut, wir haben uns jetzt auf die Entzündung konzentriert, aber wenn dieses quälende Thema Schmerz halt auch noch im Raum steht, dann ja, dann lohnt sich das so sehr. Ne? Und da gibt es ja auch, na gut, man kann vegan, man kann Paleo, man kann ne? Auch das sich raussuchen, was einem am besten passt. Weil die Möglichkeiten sind so unendlich. Und wenn man halt gewisse Grundregeln, die wir jetzt halt auch genannt haben, einfach auch beachtet in der Masse, ne? Also es ist ja, die Menge macht das Gift oder halt auch eben nicht, ne? Und ja, es ist halt auch nichts Absolutes. Also das ist bei mir, für mich bei diesem Thema immer so wichtig, weil wir ja wirklich alle Freiheiten der Welt haben. Und wir glauben halt, das, was unsere Routinen sind, ist genau das, was uns schmeckt. Aber ich würde sagen, da täuschen wir uns immer selbst. Ja, und halt auch wieder ein bisschen zurück zu der Intuition. Ja. Und bevor wir irgendwie gerade in den Schrank zur Schokolade greifen, ein bisschen mal einen Schritt zurückgehen und schauen, warum habe ich jetzt so Lust auf was eigentlich genau, oder? Ja, Was was fehlt mir? ist genau das Bedürfnis, oder? Ja, das ist nochmal ein Riesenthema. Absolut. Ich finde es genial, dass du es anreißt, aber da, das würde ich gerne zurückstellen, weil da, also das ist auch mein Thema und da kann ich mich Stunden über unterhalten. Weil letztendlich, ja, was ist mein Bedürfnis? Warum will ich das jetzt? Warum glaube ich, dass mir das hilft? Und was steckt letztendlich dahinter? Und das ist also jetzt wirklich als Hinweis, das ist
so unglaublich, weil ich habe nicht einfach nur Lust auf Schokolade. Da steckt mehr dahinter. Kurz Wenn du noch. eine Bock auf Karotten hast, ich glaube, dann hast du richtig Hunger. Einfach noch zu Schokolade, finde ich so ein tolles, auch für eben zum Mitnehmen. Was auch spannend ist, manchmal verwechseln wir das auch, also gibt es vor allem viel Zucker in der Schokolade, aber ja doch auch Kakao. Und der wiederum beruhigt uns und hat ganz ein guter gesundheitlicher Benefit, wirklich einfach Kakao, oder? Und das ist manchmal auch, dass wir eben irgendwie Lust haben auf Schokolade, aber eigentlich ist es der Kakao oder gibt es ja auch viel Magnesium im Kakao, dass wir vielleicht vom Magnesium nicht gerade so gut aufgestellt sind. Also diese Zusammenhänge nochmal ist auch ganz spannend, ja. Ja, da habe ich vor ein paar Wochen mit der lieben Verena von Low Carb Backrezepte, verlinke ich, weiß ich nicht wo, Schokolade ohne Zucker. Also da ist ein tolles Ja, Thema. das ist auch möglich, ja. Okay, Ernährung, gibt es da noch was zu sagen oder haben wir da, ich meine, gut, da kann man Stunden drüber reden, aber Ja. um das. Also so ganz kurz gesagt, ist zu merken, so gibt es so diese, was für die Gelenke ganz speziell noch gut ist, vielleicht kurz. Und das sind wirklich Beeren, möchte ich da erwähnen. Je dunkler, also diese dunkle Farbe ist so gesund. Also wirklich eben Heidelbeeren, Himbeeren und so weiter. Und eben Nüsse. Das ist ganz sehr gut für die Gelenke. Und eben dunkelgrüne Pflanzen. Also diese drei Nüsse haben dann ja auch wieder die gesunden Fette und dann natürlich auch sonst noch gute Fette wie kaltgepresste Fette wie Olivenöl, Kokosöl, Leinöl, genau, das ist Immer Omega-3. die Gelenke, genau. Ja. Und die Hirse von den Getreide ist so Spitzenreiter für gerade Gelenkgeschichten. Ah, gut. Das so vielleicht als Inspiration. Esst mehr Hirse. Macht man ja Genau. kaum, ne? Ja. Ja, ich schon. Ja, Ich liebe Hirse. ich Ja. habe neulich auch mal wieder so einen ganz klassischen Hirsebraten. Nee, klassisch glaube ich nicht, aber mit Apfel. Meine Kinder lieben es. Ja. Also vielleicht folgt sogar noch ein Rezept. Mal gucken. Auf Instagram hatte ich zumindest schon mal was in Arbeit. Okay, ich gucke mir jetzt noch mal kurz. Ja, wir haben noch ein paar Themen. Komm. Willst du hören? Naja, du, also etwas, was ja auch nicht mein Steckenpferd ist ja auch die Bewegung. Und da hast du ja mit deiner Ausbildung, mit der Technik oder mit der Methode, die du auch anwendest, da auch mit deinem Schwerpunkt, nicht Schmerzpunkt, um Schmerzpunkte zu behandeln. Was ist da wichtig im Alltag? Also übergeordnet finde ich dort auch so dieser Satz so wertvoll. Wir dürfen uns überlegen, eben jetzt, wenn wir das jetzt alles so schön machen, wie ich jetzt gesagt habe, wirklich frische Nahrung, tolle Nährstoffe zu uns nehmen. Und dann darf ja das irgendwie auch zu jeder Zelle transportiert werden, oder? Und wenn wir dann zu wenig Bewegung haben, dann ist das einfach nicht der Fall und es werden gar nicht alle Zellen mit diesen tollen Nährstoffen versorgt, die wir ja jetzt so mit Engagement zu uns genommen haben. Und das ist wirklich elementar, die Bewegung, dass sie eben auch täglich ist und auch vor allem abwechslungsreich. Das ist so, so wichtig und deswegen mag ich auch von Liebscher Bracht sagen wir Engpassdehnungen. Aber ich finde das Wort Ausgleichsübungen, Ausgleichsdehnung auch eigentlich ganz passend, weil es immer darum geht, auszugleichen. Also jemand, der viel sitzt, darf das ausgleichen immer in die entgegengesetzte Richtung, oder? Dehnen, dass einfach eben dieser Ausgleich stattfindet zu den gewohnten Mustern, zu dem Sitzen.
was ja so viele Menschen machen. Und ja. Da berätst du auch en Detail in deiner Praxis. Genau. Ne? Das, ja. Das machst du mit deinen Patienten oder Klienten, was sagst du? Ich wollte einmal was zeigen, so in einem 1:1. Das ist ja wirklich toll, auch jetzt mit diesen neuen Medien. Kann man mal eine Übung zeigen oder sogar eine Osteopressur, wie man sich da selber behandeln kann. Da ist ganz vieles möglich. Ja, cool. Und bei der Bewegung finde ich so ein wichtiges Element auch noch das Schlafen. Das geht auch oft vergessen. Manchmal schlafen wir ja doch, also sehr individuell, 6, 8 oder 10 Stunden oder wie auch immer. Und wenn wir da auch noch das gleiche Muster haben, so diese Embryostellung, oder? Wie wir das schon vielleicht den ganzen Tag gehabt haben, indem wir gesessen sind. Also Knie angewinkelt. Ja, genau. Knie angewinkelt oder noch so auf die Seite, alles so eingerollt. Und da habe ich auch für mich bin ich auch den Weg gegangen. Früher hätte ich mir das nie denken können, dass ich einfach flach auf dem Rücken schlafen kann. Aber eben, wo ein Wille ist, ist ein Weg, habe ich mir das so antrainiert. Am Anfang noch so eine kleine Rolle unter den Knien, weil mir das zu viel gespannt hat im Kreuz. Und mittlerweile freue ich mich, mich am Abend hinzulegen, einfach ganz flach mit einem ganz niedrigeren Kissen. Und ja, einfach in dieser Nullposition zu sein, da kann sich der Körper auch so richtig schön eben entspannen in der Nacht. Kann ich bejahen, ich habe das vor 4 Jahren, glaube ich, geändert. Da war ich mal beim Masseur, der mir dazu geraten hat. Und seitdem, das war eine Umgewöhnung, also wieder Routinen, aber ich muss sagen, ich liege wirklich auch mittlerweile am liebsten auf dem Rücken, schon allein jetzt so für alles irgendwie, also meinem Rücken geht es wesentlich besser und ich habe weniger Verspannung dadurch. Sehr cool. Ja, und halt einfach auch kleine Bewegungen wie ein Schulterkreisen in den Alltag zu integrieren, ist auch gut für den Lymphfluss. Oder mal ein paar Rotationen, so, also einfach immer wieder und einfach auch die Bewegungswinkel auszunutzen. Also die Schulter ist ein Kugelgelenk, oder? Die will nicht nur nach vorne und nach hinten, so. Sonst rostet ja. Die ein. Ja, ja. Und also ich nutze das, also ich bin noch nicht so ganz fest, aber Bewegung ist ja auch letztendlich etwas, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es bei jedem so ist, gibt es ja auch noch einen Energieschub. Wenn ich den ganzen Tag wenn ich 3 Stunden am Schreibtisch gesessen habe und denke so, oh, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt will ich nicht mehr, jetzt brauche ich eine Pause, aber ich will das eben noch fertig kriegen, dann halt wirklich irgendwie mal ganz kurz eine Anstrengung, sei es jetzt irgendwie nur springen, rumzappeln, irgendwie ganz, ich mache mal so die Arme oder irgendwie, wo man so ganz schnell auch mal ganz kurz so wirklich, also das gibt mir unheimlich Energie und auch gute Laune. Ja, das ist ein guter Punkt, genau. Oder einfach mal hüpfen oder Seilspringen oder so, da kommt alles in Schwung und genau. Also alle, die jetzt zuschauen, ne? Ja. Und jeder, der es jetzt gemacht hat, der wird genauso lachen wie ich jetzt wahrscheinlich. Ich werde auch mal noch meine Studio da umbauen, dass ich auch stehen kann. Ja, mein Plan ist es, ich glaube, das ist jetzt auch das erste Interview, was ich jetzt im Stehen mache. Videos habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht, mit dem wir hier unseren schönen Stehtisch haben, aber das ist ein großer Mehrgewinn, gerade wenn man im Homeoffice arbeitet, so ein Stehtisch. Ja. Ich weiß nicht, wie du das als Fachfrau siehst, aber ich und mein Mann, wir sind sehr zufrieden damit. Genau. Und am besten dann noch, wenn du dann stehst, auch wirklich die Muskelpumpe noch ein bisschen zu aktivieren, indem du zum Beispiel eben die Füße kreist oder wirklich so die Wade anspannst und dann wieder loslassen, also dort auch noch ein bisschen, nicht gerade nur einfach ganz still stehen, oder? Ja. Immer dort ein bisschen auch in der Bewegung sein.
Genau, gute Laune, das ist ja also auch das, also das, wie soll ich sagen, die Einstellung, ne? Das ist ja auch etwas, was gerade wenn man von Schmerzen gequält wird, um es jetzt mal passiv auszudrücken, da fällt es ja auch schwer, halt das Positive und die gute Laune letztendlich auch immer wieder zurück in sein Leben zu holen. Was sagst du dazu oder was ist dazu in deiner Schatzkiste? Ja, also wichtig finde ich immer eigentlich zu Beginn auch überhaupt das Ziel zu formulieren. Und zwar ein konkretes Ziel, nicht einfach irgendwie, ich will schmerzfrei sein oder so. Wirklich, was auch immer du möchtest, schon lange auf diesen Berg oder wieder diese Strecke mit dem Fahrrad fahren oder also konkrete Ziele, und das ist auch, hilft viel für die Motivation, wirklich dran zu bleiben und die dann auch zu erreichen und dann auch wirklich mal aufzuschreiben. Das finde ich auch ganz kraftvoll. Wie sieht dein Leben aus? Wie möchtest du, dass dein Leben aussieht? Und dann wirklich in der Ich-Form eben, ich bin beweglich, alle meine Körper, also alle meine Zellen sind gesund, und wirklich, wie ist dein Leben, wenn es eben schmerzfrei ist, wenn du beweglich bist, und dich mit dieser kraftvollen Vision zu verbinden, das finde ich auch ganz, einfach das kraftvoll, das auch noch so dazu zu nehmen. Zielvisualisierung, also das, oder jetzt auch Vision Board, und am Anfang des Jahres ist ja immer ganz viel dazu zu sehen, und ja, das kann man, das darf man mit Gesundheit genauso machen. Das ist nachgewiesen und ist so wertvoll. Und Spitzensportler, meine ich, die praktizieren das sogar sehr exzessiv, um den ersten Platz zu bekommen. Und das ist etwas, was auch jeder für sich nutzen darf, weil es eine unheimliche, ich will jetzt ganz bewusst nicht sagen Magie, aber ein unheimliches Potenzial wirkt, was kaum jemand nutzt, nach meiner Wahrnehmung. Ja, und wirklich eben sich mit den Gefühlen schon verbinden, das ist so wichtig, nicht jetzt nur irgendwie eben das Vision Board anzuschauen, also es darf wirklich etwas mit einem machen, man darf diese Gefühle schon fühlen von der Zukunft, wie fühlt sich das an, und dann eben, dann kann Magie geschehen. Genau. Ja, das ist so mächtig, da, also da darf man tiefer einsteigen, das ist also mich zieht es immer wieder dahin, und ich merke halt auch, das, was ich in meinem Leben verändert habe, das habe ich so verändert. Auf diese Weise. Ja, okay. Die bewusste Bereitschaft, wirklich den Schmerz loszulassen, klingt erstmal ein bisschen paradox vielleicht, aber manchmal gibt es wirklich Dinge, die wir durch den Schmerz haben, vielleicht mehr Anerkennung von außen, und das ist nochmal ein großes, komplexes Thema auch. Und auch unangenehm, ne? Weil das sich selbst einzugestehen, die Frage, also ich stelle sie auch nicht gerne, aber ich habe sie mir selbst mal gestellt, warum habe ich diese Krankheit? Weil wir automatisch ja auch immer in so eine Opferrolle gedrängt werden. Ich glaube, beim Schmerz ist es noch fast viel schlimmer, oder je stärker der Schmerzpunkt ist. Aber halt auch dann damit verbunden die Frage, was habe ich denn davon? Ne? Und da sagt man immer, nee, ich habe da ja nichts von. Ja, habe ich auch gesagt. Aber letztendlich findet man, wenn man ganz ehrlich hinguckt, da muss ich auch immer noch schlucken. Also da steckt so viel Tiefe drin, auch in dieser Frage. Aber man muss halt auch bereit sein, sich dem zu öffnen. Ja. Nochmal ein Feld für sich. Genau. Haben wir noch was Wichtiges vergessen? Die Atmung hatten wir jetzt nicht erwähnt. Das ist natürlich ganz ein wichtiger Punkt, auch die Säure abzuatmen, weil eben immer der Punkt ist, dass wir eher
zu viel Säure in uns haben, und mit einer tiefen, bewussten Bauchatmung können wir schon ganz, ganz viel Säure ausatmen, das CO2, und ja, wirklich, das ist auch gut, am Morgen gleich in die Routine zu integrieren. Ja, hatte ich jetzt auch irgendwie fast im Ablauf vergessen. Am besten gerade Fenster aufmachen und wirklich einige Atemzüge tief, tief in den Bauch zu atmen. Es kann auch helfen, die Hände auf den Bauch zu atmen, dass wir dann wirklich auch in den Bauch atmen und sich die Bauchdecke auch wirklich hebt beim Einatmen. Und dann wirklich ganz gut und bewusst auszuatmen. Das ist ebenso wirklich beides sehr wichtig. Manchmal atmen wir nur ganz kurz aus. Und da ist es wirklich wichtig, tief ein- und auch tief auszuatmen. Kann man sagen, dass durch die Konzentration auf die Atmung auch der Fokus vom Schmerz weggeht und man halt wirklich zwei oder sogar mehr Fliegen mit einer Klappe schlägt? Absolut, ja. Also gerade in der Therapie, wenn ich die Osteopressur, wenn ich manuell arbeite und da tut es ein bisschen gerade weh im Moment, da bin ich immer mit den Klienten im Gespräch und tue sie da mit ihnen atmen sozusagen. Ja, das ist ganz, ganz wertvoll. Oder dann auch noch dazu beim Ausatmen zum Beispiel vorstellen, dass man den Schmerz loslässt oder einen Fluss übergibt oder so ein bisschen autogenes Training in diese Richtung. Da, ja, das ist elementar. Das ist bei mir ein Programm, was ich aus der Geburtsvorbereitung kenne. Und immer wenn ich Schmerzen habe, dann halt wirklich anfange, Geburtsatmung zu praktizieren. Natürlich je nachdem, wie schlimm es ist. Aber wenn ich jetzt an einen Unfall denke, den ich letztes Jahr hatte, dann ja, da war ich ganz schön am, nicht am Hecheln, sondern am Tönen. Und ja, also ich muss sagen, also für mich ist Atmen stärker als eine Pille. Aber das ist meine persönliche Wahrnehmung. Und wenn ich es auf meine Geburten beziehe, ist die Atmung wahrscheinlich auch das Mittel, warum ich ohne Medikamente da durchgekommen bin, ganz problemlos. Ja. Wow. Ja, so viele spannende Themen, hä? Ja. Also, ja. Ich bin total beeindruckt, dass, ich weiß es auch gar nicht, wir sind schon wieder viel zu, wir wollten schneller sein. Mir ist noch aufgefallen, ich wollte noch auf das Thema Darm eingehen. Ich würde aber sagen, das klammern wir außen vor, da findet man auf meinem Kanal eine ganze Menge zu dem Thema. Aber ich danke dir. Ich danke dir, Miriam. Das ist für diese, ja, ich sag, ja, es ist eine Schatzkiste, die wir alle umsonst, ich muss es ganz doll überlegen, umsonst nutzen können für uns, Schmerzen und ich würde sogar in Klammern sagen, auch Entzündungen zu in den Griff zu bekommen. Wenn jetzt jemand sagt, über diese Themen, die sind so neu für mich, ich will das nutzen, wenn jemand mit dir arbeiten möchte, wie findet er den Weg zu dir und was bietest du an? Ja, also wenn du all die sich weiter ein bisschen einfach kostenfrei inspirieren lassen können, sind herzlich eingeladen auf meinem Instagram-Kanal. Da teile ich in Beiträgen, in den Stories immer wieder ja, Gesundheitswissen für dich. Und dann findest du auch gerade bei Instagram in dem Link noch einige Dinge und auch gerade den Zugang zu meiner Homepage oder natürlich direkt über meine Homepage miriam-flühmann.ch und dort kannst du dich bei mir melden. Ich biete auch Online-Beratungen an, wo wir da gemeinsam ganz individuell wirklich den Weg für dich finden, wie es für dich auf natürliche Art und Weise möglich ist, da in deine Schmerzfreiheit zu kommen. Oder natürlich, wenn du ja, in meine Praxis in Luzern kommen möchtest, bist du auch herzlich willkommen. Total genial.
gerade halt dieses Online-Arbeiten dafür, egal wo wir sitzen, dass man da halt wirklich auch die Möglichkeit hat, mit dem Spezialisten zusammenzuarbeiten, mit dem man am meisten resoniert. Und das finde ich ganz, ganz magisch. Miriam, ich kann dir gar nicht genug danken. Ich finde das so wertvoll, was du heute mit uns geteilt hast. Und ich würde sagen, wenn Fragen aufkommen, gerne unten alles reintickern. Das würde ich dann an Miriam weiterleiten, wenn ich es nicht selbst beantworten kann. Und ich werde dann auch noch deine Kontaktdaten, deine Webadresse, dein Instagram-Account verlinken. Meine Liebe. Freude gemacht. Vielen Dank dir, liebe Ilke.